Wir befinden uns hier in der Ausstellung Maria Lasnik, die Zeichnung im Ferdinandeum in Innsbruck. Und wir sind hier gleich beim Einstieg in die Ausstellung, bei einem für uns ganz, ganz wichtigen Bild. Es befindet sich in der Sammlung der Maria Lasnik Stiftung. Und dieses Bild von 1945 ist wahrscheinlich ein Schlüsselbild im Leben und in der Karriere der Maria Lasnik. Und es ist auch ein Schlüsselbild für diese Ausstellung. Ein Schlüsselbild in ihrem Leben ist es deswegen, weil es gemalt ist, unmittelbar nach ihrer Heimkunft aus Wien, vom Studium in Klagenfurt. Wir haben die letzten Tage des Krieges. Die Heimreise war für Maria Lasnik besonders traumatisch. Der Zug wurde bombardiert. Die letzten Kilometer nach Klagenfurt musste sie zu Fuß zurücklegen. Dieses traumatische Erlebnis spiegelt sich zu einem bestimmten Teil natürlich in diesem Bild wieder. Das Bild ist auch das erste, quasi, das in dem ihr spezifischen Kolorit gemalt ist. Das zeigt in der Malerei, was für Bedeutung die Farbe in ihrem Oeuvre einnehmen wird. Zeigt natürlich die Bedeutung des Selbstporträts, die Auseinandersetzung mit der klassischen Selbstporträtposition, die wir, sagen wir, von Dürer, von anderen bedeutenden Malern kennen, auf die sie natürlich referiert. Aber was das Bild so wichtig macht, es zeigt auch die Bedeutung der Zeichnung. Und durch ein eben kleines Detail, das Bild ist zweigeteilt, absolut unüblich für die Zeit damals, unüblich auch für die Moderne, an der sich Lasnik da annähert mit dem Bild, dass eben die Hälfte gemalt ist und die andere Hälfte gezeichnet ist. Und es ist nicht ein Versehen und es ist nicht eine unfertige Sache. Lasnik hat das Bild in späten Zeiten ihres Lebens immer wieder ausgestellt und immer wieder in dieser Form ausgestellt. Das wurde nie quasi fertig gemalt, weil es so fertig war. Und es ist programmatisch in dem, dass sie eben ihre Hand, mit der sie gezeichnet hat, die Kohle, mit der sie da gezeichnet hat, darstellt und die eben als Zeichnung da stehen lässt. Und damit zeigt, dass ihr Oeuvre nicht nur das Oeuvre der Malerin ist, sondern auch das Oeuvre der Zeichnerin ist. Und für sie war die Zeichnung von ganz, ganz großer Bedeutung aufgrund der Unmittelbarkeit, die sie dargestellt hat. Es war schon bei ihr die Malerei immer eine sehr direkte Malerei, immer eine sehr spontane Malerei, nicht nur in der Zeit, wo sie abstrakt expressiv gearbeitet hat, nicht nur in der Zeit, wo sie den direkten Körpereinsatz darzustellen versucht hat in der Malerei oder umzusetzen versucht hat in der Malerei, sondern sie war immer eine Malerin, die sehr direkt auf die Bilder, auf die Farbe zugegangen ist, die keine komplexen Übermalungen gemacht hat, sondern mit dem direkten Effekt der Farbe gearbeitet hat. Trotzdem war die Zeichnung noch einmal etwas viel Direkteres für sie. Bis zum Schluss ihres Lebens, bis in die letzten Jahre, hat sie immer gezeichnet und zu Zeiten, wo sie dann nicht mehr malen konnte, war das ihre sozusagen einzige Lifeline zum Künstlerischen gewesen, dass sie Tag für Tag gezeichnet hat. Aber es war immer etwas, die Zeichnung war immer etwas, was durchgegangen ist und immer war es auch die ganz direkte Verbindung zwischen der Hand, dem Stift und dem Papier, die sie immer wieder fasziniert hat, die immer wieder auch Erfahrungen für sie gebracht hat. Es ist eben noch einmal direkter gewesen als mit Farbe und Pinsel, mit Stift und dem Papier, hier einen ganz sensuellen Kontakt zu haben. Es gibt Zitate in der Ausstellung, wo sie beschreibt, wie intim das für sie war, wie sehr die Wahrnehmung damit auch eine Rolle gespielt hat.